Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiele und Wikingerfreunde, zu Kalchos, der Rache des Regengottes. Ja, wir sind immer noch mitten in unseren Vorbereitungen. Oh, unser Händler hier ist hungrig. Ah, während wir hier langsam anfangen, für Gold zu sorgen, hoffe ich mal. Und ja, Speed natürlich anmachen. Eisenwerkzeuge werden hergestellt. Ich frage mich jetzt gerade wirklich, ob wir noch Holzwerkzeuge brauchen werden. Möbelwerkstatt steht schon lange leer, aber da sind noch genug Möbelstücke drin. Ja, unser Jäger macht Schuhe. Bald kann er wieder jagen gehen. Und ja, ich habe gesagt, ich importiere zur Not Holz. So, ich habe noch einen Zivilisten, oder? Nein. Kinder habe ich auch keine. Wenn ich Meisterbriefberufe. Bauarbeiter, Träger, Händler, Schuster. Nein. Also kriegst du einen Jungen. Und da ist auch schon der Goldsucher fertig. Das heißt, wir können eine Goldschmiede errichten. Ja, du lieferst Nahrung und nimmst Holz mit. Ja, so kurz wie die Arbeitswege sind, die die beiden haben. Ja, da läuft unser Bauarbeiter los. So, das Kind ist da, was nachher Gold schürfen soll. So, wenn er das Paar Schuhe gemacht hat, sollten wir ihn. Wieder mal zum Jäger machen. Ölfläschchen haben wir mehr als genug. Jäger. Du kannst trainiert werden. Ja, und ich habe ja gesagt, ich könnte theoretisch hier einen Tempel bauen, oder? Ach, wo ist er jetzt wieder?
Tja, theoretisch ist recht hypothetisch. Ich müsste den echt so lange erbaut hier unten einquartieren. Ja, wie? Immer weiter Zelt steht leer, ist halb so wild. Ja, Steinmetz ist beim Eisenschürfen. Hey, so sorgt sie immer für Geschirr. Okay. Und er hier wird ja so lange klarkommen. Gott, wir haben echt Bier im Überfluss. Was transportiert er eigentlich jetzt gerade? Wieder Nahrung. Aber wir haben jetzt Holz hier auf jeden Fall. Sind auch genug Steinchen hier. Das höre ich ungern, dass dem Holzfäller die Ressourcen ausgehen. So, jetzt hat er wieder ein bisschen was. Wo kommst du jetzt dann auf einmal her? Also du bist der Holzfäller. Achso, du holst jetzt Weizen. Okay. Ja, du lager ruhig mal dein Holz hier ein. Dann will ich dich nämlich zum Ja. Kundschafter kurz Ja. machen. Ja. Ja, will. Ja. Auch wenn es unwirtschaftlich ist. Ja. Mach mir da mal ein bisschen Platz. Ein, zwei Bäume. Ja, der Stumpf muss da wahrscheinlich noch weg. Was muss noch weg? Ja, will. Ja. Na, den da auch noch dann. So, reicht das jetzt für den Tempel? Immer noch nicht. Ja. Ja, da braucht er eine Stelle, wo er beten kann. Ja. Jetzt aber Tempel hier hin. Auch gut. Jo. Ja. Werkzeugschmied erfunden. Yay. Du? Goldsammler, Goldsucher. Ah, da zwar ein bisschen zum Latschen bis zum Tempel, aber auch gut. Ja.
So, unsere Eisenwerkzeuge nehmen dann auch langsam zu. Er transportiert immer noch hauptsächlich Nahrung. Ja, und wir kriegen jetzt Holz. Wir haben halt, na gut, wir hätten das Holz hier oben noch, aber das ist dann am anderen Ende des Dorfes. Ja, wir werden eine zweite Holzfällerhütte hier unten brauchen. Mit deinem Weg nach da oben. Die Holzfällerhütte kann bald nichts mehr versorgen. Kommt hier eine zweite Holzfällerhütte hin. Sven ist hungrig, ja, da soll er essen gehen. Ja, ich weiß, dass du nichts zu tun hast. Ja. Achso, ich habe ja gesagt, ich will nur 20 Holz. Gut. Dann hoffen wir einfach mal, dass er schnell Gold produziert. Eisenwerkzeuge würden wir auch gern noch nehmen. Irgendwann haben wir hier Eisenwerkzeuge gebunkert. Wenn er schön weiter herstellt. Und die würden halt auch Eisenwerkzeuge gegen Gold tauschen. Yes, yes, yes.
Ja.